Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Ys Origins. So, wir sind wieder im Rennen, nachdem uns Roy in der letzten Folge aufgeheitert hat. Deswegen geht's wieder hoch zu den Guilty Fires. Und zwar hier lang. An der Kampfarena, in der wir elendig verloren haben, vorbei. Durch ein paar Gegner durch. Blöde Feuerschleime. Und Wispy-werfende Gegner. Müssen wir uns hier jetzt wieder durchkämpfen. Und finden dieses Schwert hier. Ah, da ist es. Haustovas feuergesegeltes Großschwert. Roy hatte recht, das ist das Lotusschwert, ganz sicher. Ich dachte mir, dass du kommst. Hä? Vater? Ja, da haben wir Saul Tova. Ihn haben wir zum ersten Mal im Intro gesehen. Und seine Rüstung sieht ein bisschen verkratzt aus vorne. Julika, es ist lange her und ich habe dich vermisst. Vielleicht ist es die Gnade der Göttinnen, dass ich mit dir sprechen darf. Vater, bist das wirklich du? Das ist wirklich nicht nur eine Nachricht oder so etwas? Nein, ich bin es. Ich weiß, dass mein Verschwinden dir viel Schmerz und Leid zugefügt hat. Ringen. Das ist komisch jetzt. Du bist wirklich ein Idiot, Vater. Warum musstest du einfach so wegrennen? Warum hast du nichts zu mir gesagt oder zu Großvater? Und warum musstest du sterben? Es tut mir leid, Julika. Es tut mir wirklich leid. Ein Mann namens Kishkal hat mich zu unzähligen Duellen herausgefordert. So und sagte er, es wären nur drei gewesen. Und nach einer Zeit hat mich meine Stärke einfach verlassen. Aber es war keine Schande darin. Er war ein Gegner eines heiligen Ritters würdig. Mein einziges Bedauern war, dass ich dich wahrscheinlich niemals wiedersehen würde. Nein. Ich bin ein Soldat, Julika. Ein Krieger der Göttinnen. Und ich tat, was getan werden musste, um die Sicherheit von Ys zu gewähren. Ich wünschte, ich könnte sehen, was dich in der Zukunft erwartet. Wenn ich dich doch nur einmal noch einmal in die Arme nehmen könnte. Hm, wie traurig. Vater. Ich bin jetzt ein Ritter. Zwar nur ein Knappe. Es macht mich stolz, das zu hören, Julika. Es tut mir leid, dass ich nicht da war, um deine Aufnahme zu feiern. Also, da gibt es nicht viel zu feiern. Ich habe meine Ziele aus den Augen verloren und wurde im Kampf gegen den Mann verwundet, der dich getötet hat. Ich habe so hart daran gearbeitet, einen Ritter zu bekommen, um Lady Rhea und Fela zu beschützen. Aber ich hasse, was ich geworden bin. Ja? Also willst du nicht länger die Göttinnen zu beschützen? Nein, das ist nicht, was ich meine.
Es ist nur meine Schuld, dass Lady Fina gefangen genommen wurde. Ich bringe Schande für die Heiligen Krieger und bringe Ys in Gefahr. Ich spüre zwei Konflikte in dir. Einer, der unerfahren ist. Ich spüre zwei Seiten, die in Konflikt miteinander stehen. Der unerfahrene, verletzbare und besorgte. Und der andere, der danach sucht, seine Fehler wieder gut zu machen und die Göttinnen zu beschützen. Dieser Konflikt beweist, dass du noch stärker bist, als du denkst, Dionika. Du musst deinen Schwächen ins Auge sehen. Meine Schwächen ins Auge sehen? Du bist ein Nachfahre eines heiligen Priesters, aber du kannst keine Magie benutzen. Aber du bist zu einer... wie übersetze ich das jetzt am besten? Einer exzellenten jungen Dame geworden. Du wirst bald bemerken, dass du in der Lage bist, alles zu schaffen. Alles, Vater. Ha? Es sieht so aus, als ob meine Zeit rum ist. Nein, warte, ich möchte doch so viel sagen. Nimm mein Schwert, Junika. Lass deine Zweifel hinter dir. Ich kann sehen, dass du ein guter Erbe des Tova-Namens bist. Ich bin glücklich darüber zu sehen, dass die Göttinnen und die Zukunft von Ys in deinen Händen sicher sind. Leb wohl, meine geliebte Tochter. Ja, ein dramatischer Augenblick. Ich muss mich meinen Schwächen stellen. Warum muss mich eigentlich jeder belehren? Aber er sagt, ich soll es nehmen, also denke ich... Wir haben das scharlachrote Lotusschwert erhalten. Und wir spüren die die Kraft von diesem Artefakt. Ich werde es gut benutzen, Vater. Und ich werde weitergehen. Egal was passiert. So, und wir haben endlich eine neue Waffe. Das Crimson Lotus Blade. Die geilste Waffe im Spiel, wie ich finde. Sie ist zwar langsamer als die Axt, aber haut verdammt stark rein. Sterbt. So. Ach, da ist noch einer. Sie haut verdammt stark rein und wir haben den Phönixangriff mit ihr. Den wir spammen können bis zur Vergasung. Ja, damit sind wir wirklich, haben wir jetzt wirklich die stärkste Waffe im Spiel. Und die coolste, wie ich finde. Komm her. So. Und damit können wir auch was machen. Was ich euch gleich zeigen werde. Und ja, sicherlich werden einige von euch denken, die Waffe kommt etwas spät. Die hätten wir gut dazu benutzen können, gegen Kishkai zu kämpfen mit seinen blöden Eiszaubern. Wir können hier nämlich jetzt die Flamme anzünden. Aber keine Sorge, wir kriegen noch unsere Revanche mit Kishkai. Müssen nur geduldig sein. So, hier müssen wir mal umschalten. Weil wir hier rüber müssen. Aber wieder aufs Schwert umschalten. Und hier die Flamme anzünden. So, nehmen wir schon mal die eine Plattform hier an.
Und können uns weiter durch die Gegner durchschlagen. So. Und du auch, du hässlicher Dämon. Jetzt müssen wir hier hoch. Oh, da unten habe ich die Truhe übersehen. Aber erstmal du weg. Und das hier anzünden. So, damit fährt die zweite Plattform hoch und wir können dort rüber. Aber erstmal hier unten. Oh, ein Topaz. Der hat unseren gelben Zauber, unseren Blitzeinschlag verbessert. Nehmen wir aber... Das war nicht so geplant. Jetzt lasse ich meine Wut halt an dir aus. Müssen wir hier wirklich wieder mit Wirbelwind drüber. Wow. Nicht unbedingt von der Plattform zermatschen lassen. Hier hoch bitte. So. Und wieder mit dem Schwert draufhauen. Und Flammenwerfer, die auf riesigen brennenden Sicheln balancieren. Stirb. Aua. Ja, über die Sicheln drüber. Den da noch verhauen und dann hier weiter. Oh, und wir sind mal wieder draußen. Hier die Treppe hoch. Und hier weiter. Komm, krieg ein paar Phönixe von mir. Da brennende Lava. Okay, hier müssen wir etwas aufpassen. Den aus dem Weg räumen und hier kriegen wir unseren ersten Rubin. Jetzt können wir unseren Phönix aufladen und ihn ordentlich loslassen, ja. Mal kurz hier unten gucken. Ich war dir nicht sicher, ob hier unten noch was ist. Ist aber nichts mehr. Dann wieder hier rüber. Hopp. So, den da ausschalten und den Feuerkling ausweichen. Wow. Und hier haben wir wieder eine Statue, an der wir jetzt speichern. So. Und an dieser Stelle will ich erstmal wieder einen Cut machen. Also, bis gleich.